Hallihallo und willkommen zurück bei PD2 mit Anduin. Hallo, grüß euch. Und meiner Wenigkeit. So, nachdem wir dein Safehouse verteidigt haben. Joi. Machen wir wieder was Klassisches. Okay, da ist schon der Erste, der mitspielen will. Gehen wir auf den Überfall starten. Er ist gekickt worden. Okay. Wahrscheinlich ein Cheater. Ja, das haben wir immer eingestellt, dass die was cheaten gleich genau entsorgt werden. So, Hoxton. Soll ich meine Sentries wieder mitnehmen oder was hättest du denn gerne? Kennst du diesen? Die kennen den Job, ja. Sentries sind immer interessant. Okay. Ich werde aber nur die zwei nehmen und dafür zwei Moneybags. Ja, genau. Ich habe meine First Aid Kits dabei. Mhm. Okay. Ja, ein Spielplatz ist noch frei, aber ich denke mal, da wir Stufe normal haben, werden wir das schaffen. Ich überlege gerade, ob ich die Säge brauche. Brauche ich die Säge? Wir sollen uns treffen mit Mitchell, in den Keller einsteigen und. Na, ich glaube, da brauche ich nicht die Säge. Da gehe ich lieber auf die 4 Sentries. Ah ja. So, von mir aus passt's. Von mir aus auch. Ein Teilnehmer kommt noch. Mal schauen, was der ist. Der Hoxton spielt, ist 1,91, also in deiner Klasse. Hm. Ja, ich habe was verändert in dem Profil. Ich bin, nachdem ich einfach bei den Waffen wenig Skills habe, weil ich da auf die Sentries gegangen bin und auf die Rüstung. Jetzt fehlt mir ein bisschen die Genauigkeit und so weiter. Jetzt bin ich auf die Shotguns gegangen. Vielleicht funktioniert es mit dir ein bisschen besser, dass ich weniger viele Schüsse habe. Wir warten noch auf den Teilnehmer. Mal schauen, wie jung, wie alt. Okay, 57, also ganz was Junges. Ganz was Junges, naja, etwas jünger als ich. Ich gehe mal auf nicht bereit. Ja, er hat schon umgestellt, passt, er hat mitgedacht. Okay. Hey, it's Mitchell over at Keel Street. The pipes, you know, the ones you fixed? Yeah, they're leaking again. Sorry to hear that, sir. We'll send our guys over right away. Clock's ticking, asshole. He bought it. Also dann. Gut, wo müssen wir hin? Mitchell, hello. Da rein. Spricht mit dem Hausbesitzer. Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Da drüben. Wir latschen gleich durchs Haus. Ja, genau. Wir sind so frei. Was ist jetzt? Ach. Es ist ein Depp. Gut, jetzt können wir es alle aufsetzen. Okay. Der hätte uns nämlich da reingebracht. Und jetzt brauchen wir die Brechstange, das ist so ein Depp. Okay. Keine Ahnung, wo wir die Brechstange finden. Die habe ich noch nie benötigt. Oh, vielleicht hilft uns der Rasenmäher. Ist aber sicher in irgendeiner der Garagen. Okay. Am liebsten der den würgen jetzt. Gescheiten. Ja, da spricht man mit ihm und der bringt einen runter in den Keller und man muss die Tür nicht selbst öffnen. Okay, WC, nein, danke. Ah, da brauche ich eine Sprechstange, ja. WC ist auch nix. Schreibkleister. Da sind zwei Türen, die sind verschlossen. Im Kinderzimmer ist natürlich eine Brechstange. Okay. Ehrlich? Nein. Also. Ja, wir bringen die Tür nicht anders auf. Wäre mal was anderes. So, es kann sein, dass sie da in dem Gartenhaus hinten ist. Okay. Die Garagen war ich schon, da habe ich nichts gefunden. Ups, Brechstange. Oh. Shit, da ist die Garage.
Gott, hey Junge, du gehörst da nicht hin. Du bist die Brechstange. So, bin ich blind oder bin ich blind? Hallo, ich bin in der Garage. Schau mal da im Garten aus. Okay. Nein. Das ist ja Schmarrn. Ja, in der Garage ist nichts. Also ich habe nichts gefunden. Das ist ja auch in der Küche nichts. Also manche verstehe ich echt noch. Keine Ahnung, dürfte das erste Mal machen, aber Hauptsache setzt die Maske auf und schießt dort los. Ja, das sind. Anstatt das einmal einen Text lesen. Draußen liegt was. Aber ja. Das bist du Scusa. Es liegt. So, wo war ich da nochmal? Es liegt da jetzt draußen, ein Koffer. Ja, das sind die, was ich gekauft habe. Okay. Ohne Brechstange wird's kurzerhand schießen. Ah, das ist nur Garage. Ha, ich habe eine. Ha, cool. Komm mal retour. Okay. Oh! Achtung, da brennt's. Wo brennt's denn? Keine Ahnung, was das jetzt war. Idiot. Ich schwöre das. Idiot, das ja. Mit denen muss man zurückkommen. So. Ich bin hier unten. Okay, ich versuche die Tür zu halten. Oder? Ich richte das erste Gerät an. So. Lauf rüber ins andere Haus und mach dort drauf. So, ich richte das zweite Gerät ein. Mhm. Und stelle meine Sentries auf. Jetzt sind wir dort, wo ich hin wollte. Das lässt sich jetzt da herunten. Okay. Sehr leicht verteidigen, nämlich. So, ich komme wieder rüber. So, da unten stellen wir auch eins auf. Bist du bei uns wieder? Ja. Also das Nachbarhaus ist das zweite Haus, da hat man unterirdisch einen Durchgang rüber. Tja. So, jetzt stehen da zwei Sentries. Was hat Geld für Geldfälscher so brauchen, ne? Genau.
So. Und als nächstes müssen wir dann einen Wasserschlauch runter verlegen. Der ist normalerweise ganz hinten bei der Gartenhütte und den muss man immer wieder anstückeln. Okay. Aber jetzt schauen wir mal, es ist gleich durch. 20 Sekunden und dann ist das erste Kurzschluss offen. Okay. Ah ja, da kann man schon wieder hochgehen. Hey, da ist kein Wasser. Da, am Pool liegt eine Brechstange. Ich spinne. Ja, normalerweise gibt es mehrere. Gut zu wissen, fürs nächste Mal merken. Ich hab's gefunden in einer Garage, aber ganz drüben, also nicht in eins von den beiden Einsatzhäusern, wo wir da unterwegs sind. So, das erste ist schon offen. Ich bin hinten im Gartenhaus, aber habe noch nichts gesehen, was ich zu tun hätte. Nein, nein, das zweite Kurzschluss muss noch geknackt werden. Brauche ich dann einmal erste Hilfe weg. Ja. Da drüben relativ viel verloren. Bei der Küche? Ja, ist okay. Danke. Ist auch für mich nicht schlecht. So, welchen Scheißkerl schießt. So, jetzt sind es beide offen und jetzt müssen wir, können wir einen Druckerraum betreten. Okay. In diesem Haus. So, die Brechstange. Zack, da ist offen. Da brechen wir auch auf. Kannst schon runterkommen. Ja, ich habe noch Null nachgeholt. So, ich leg da. Ich leg da noch zwei, drei Kids hin. Ich leg da mein Mummipack hier. So, irgendwo ist da die Papierrolle, die habe ich. Dann ist da das. Okay. Schließ den Schlauch an den Tresor an. Ja, genau. Bohr den Loch und schließ den. Genau, das Loch bohren wir schon. Jetzt muss der Schlauch verlegt werden. Wo ist Achtung, der? Da liegt einer. Wo ist Schlauch? Nein, nein, einer von unseren. Achso. Stell ihn auf. So, jetzt schauen wir mal, wo der Schlauch ist. Ich habe noch. Ah, da drüben ist er. Oh mein Gott, da geht er ein bisschen zu. So. Shit, ich lieg. Komme. Ah, da hilft der Scheiner. So. Ich mach das mit dem Schlauch. Ich geh kurz nach unten mich heilen. Achso, ich hab's nicht mehr. So, erste Länge liegt. Wo find ich denn die Schläuche? Da ist so gelb hinterlegt. Da liegt. Okay, ich bin nur am Schießen. Ja, passt. Nächster liegt. So, der Schlauch ist schon im Keller. Shit. Achtung, du kriegst Schaden rein, du liegst ja. Ich lieg schon. Hilft dir jemand? Ja. Okay. So. So, das Loch ist gleich fertig, dann können wir den Schlauch schon anhängen. Hey, was ist da? Hallo? Scheiße. Warum kann ich?
Ich überlege gerade, warum ich meine Centers nicht aufstellen kann. Sind sie kaputt? Nein, passt schon. Nein, auf dem Schwierigkeitsgrad zerstört man den Centers. Ich brauche nur kurz. Muni. Ich nehme auch Muni von meinem Finger. So. Jawohl. So. Na dann. Rauf, die Treppe rauf, ja. So, jetzt hat mir einer die Kessel angekriegt. Stellt das Wasser an. Wo? Da, wo es so gelb leuchtet. Ich glaube, keiner geht schon. Okay. Es läuft. Sehr schön. So, ich stell da eine Sentry auf, damit uns das niemand abdreht. Schön ist er verlegt. Das Wasser fließt. Sehr cool. Okay, dann läuft jemand nach unten. Es kommt schon Wasser raus. Naja, das spritzt dann so leicht raus aus dem Sieb. Yep. Ist oben recht viel los. So, ich hab dann schon das erste Papier. Ein Papierrollen müssen wir noch finden, oder? Ja, da war da herunten eines und die erste Donnerfarbe habe ich auch. Sind die auch farblich hinterlegt, um sie irgendwie zu erkennen? Na, die sind da gleich neben der Maschine gewesen, die habe ich also schon mal aufgenommen. Und da habe ich eben bis jetzt noch nie ein zweites gefunden für so einen zweiten Durchgang oder so. Ach so. Weil es heißt dann zum Schluss immer, ob du mehr produzieren willst oder fliehen willst. Okay. Und da finde ich aber nie die Nachfüllung. Gut, dann müssen wir. Entweder bringt die dann jemand, aber das werden wir jetzt gleich sehen. Ah, ich hab's gefunden, und zwar im Seitenraum sind da jede Menge. Ah, sehr schön. Sehr gut. Findest du mich? Warte, komm. Ich stehe im Gartenhäuschen. Ah, da. Okay, und wo? Da drinnen habe ich die Kiste geöffnet. Ah ja, ja, cool. So, und dann fehlt noch die Farbe. Der Donner praktisch. Da muss auch noch wo sein. Das sind so wie so Kanister. Ein Kanister, okay. Nimm die Druckplatten. Okay, es geht. Okay. Druckt Geld oder entkommt, ja. Und da werden wir jetzt das Geld drucken. Kanister. Hast du Kanister schon gefunden? Ja, ich habe einen Kanister. Einen Kanister habe ich. Gut, ich folge der Leitung. Oh. So, Karte. Drucker druckt. Sehr gut, ich folge der Leiter nach unten. Ich habe noch eine Rolle im Gepäck. So, jetzt liegt der Schmuck herum. Er dürfte beim Tresor mit rausgefallen sein. Wo ist das? So, da gibt es jetzt genau. Und den müssen wir jetzt verteidigen. Jetzt hole ich die Centris, die ich aufgestellt habe fürs Wasser. Und stelle die dorthin, wo die Stromschalter sind. Und schauen, es liegen. Die sind. Du schießt da. Wo sind die Stromfallen? Ah, da hinten. Hinter den Rosenstöcken. Ja, ich weiß. Okay. Die sind zwar immer an anderen Stellen, es kann auch sein, dass während man Level wechselt. Ich bin. Wo bin ich? So, und da stelle ich auch gleich. Wüste. Warte mal. Wo war der jetzt? Ja, der war kurz da.
Okay, dann ändert er die Position. So, dann wieder runter. Drucker läuft, jawohl. Drucker läuft, sehr gut. Dann stelle ich mir die Sentries neu auf. So. Ich bin ja leicht verwirrt. Ich bin nicht. Ich bin mir Bursche. Jetzt ist er da vorne. Wo ist vorne? Ah ja. Im Gebäude. Genau, da. Vorderseite, glaube ich, ist das. Jawohl, da in der Garage. Okay, Garage so. Ist einmal. Ah, und ich glaube, ich habe den Donner gefunden. Jawohl. Sehr gut. Wo ist er? Ah, da. So, dann holen wir gleich wieder Papier. Das kann übrigens jeder aufnehmen. Jeder kann Donner und Papier aufnehmen. Okay. Das kann man nacheinander reinlegen. Okay, ich bleib mal beim Schalterkasten und beim Toner. Da ist überhaupt nichts. Okay, ich habe Papier und Toner. Ich auch. Wechseln wir uns ab. Laufen. Er printet. Sehr schön. Warum kriege ich Schaden von wo? Okay, ich glaube mal da nach unten. So, das erste ist fertig. Und jetzt kann man neu laden. Okay, da laden. Magst du das? Ja. Irgendwer dürfte Papier reingegeben haben. Hat irgendjemand... ich hab die Patronen. Nein, ich hab die Druckplatten. Ich bin nicht rausgenommen. Ach so ein Scheiße. Kann man die nicht mehr reinstopfen? Ach, Kacke. Hat irgendjemand? Ich glaube, wie installiere ich das jetzt? Nein, geht nicht mehr. Also, ich gescheitert die Druckplatten rausgenommen habe. Okay, dann dachte, müssen das wir ist zum Einnehmen. Ja. Schade. Auch magazinier. Flucht. Sehr schade. Ja, aber fürs nächste Mal wissen wir. Das nächste Mal wissen wir. So. Die Ups, so. Wohin flüchten wir? Da, okay. Wo ich bin. Ja, ja. Ich bin am Schlafen. Ah, oh, das ist drinnen. Ich bin draußen. Sorry. Ich habe keine Ahnung mehr, wohin. Warum laufst du jetzt? Ich laufe um den Zaun. Kann man drüber. Oh, okay. Du? Ja. So, wo ist der jetzt wieder hin? Ach, da runter. Ja. Na, dann geh du als erstes. Ich dachte, du bist durch. Nein. Links, rechts, ja. Mist, da hätte man weit mehr Kohle machen können. Ja,
das nächste Mal wissen wir es. Was tut sie da? Ich glaube, wir müssen springen. Okay. Da ist es durch. Tja, das nächste Mal wissen wir es. Jo, das war die Job mit Falschgeld. Ein Klassiker. Leider nicht allzu viel mitgenommen, aber zumindest hat man mal gesehen, wie es geht. Also man hat jetzt bei mir gesehen, wie es nicht geht. Nehmt es nicht vorne das Teil raus, was da markiert ist, wenn die Druckmaschine aufzufüllen ist, weil das sind die Druckplatten und sobald man die rausnimmt, ist vorbei. Also immer im hinteren Teil der Maschine auffüllen. Gut, dann will man unsere Karte. Und das war's, würde ich sagen. Ibras Abschlussworte. Also dann, wenn es euch gefallen hat, dann Daumen hoch, schaut wieder rein, wenn wir weiterarbeiten. Gratuliere zum Safe. Okay, ciao, ciao.